Na komm. Sortieren wir mal hier ein bisschen aus. Steine, falls ich sie noch brauche. Teleporter? Oh. Jede Menge Oblivion-Steinchen. Karten. Komplette Karte für Level 8 hinzugefügt. Level 8, ja. Wow. Level 8 haben wir eigentlich alles. Außer das da. Aber wie kommen wir da hin? Oh, und hier ist noch was auf Level 8. Sollten wir uns ansehen. Okay. Level 9. Gut, Level 9 sehe ich jetzt nicht. Das hier sind alles nur die Bäume, die wir nicht erreichen können. Level 13. 11 haben wir, 12 haben wir auch, 13. 13 hat sich nichts getan. 14. Hat sich auch nichts getan, also 14 ist clear. 15. Ja, das und das da, okay. Und 16. Ne, 16 hat sich auch nichts Neues getan. Also ist nur auf Level 8 was geblieben. Mhm. Und ja, wir sind Level 19 hier. Ja, cool, das war die Schatzjagd. Und ja, das Einzige, womit er uns geholfen hat, ist Oblivion-Steine an den Kopf zu werfen. Gut, das heißt, ich habe nur den Hebel hier. Da frage ich mich, es war nicht der Wächter des Dungeons, wie meine Party ihn nennt. Ich höre gerade nichts laufen. Okay. Ah, wieder so ein verbannter Gargoyle. Und eine Tür. Okay. Hi. Ich will echt nichts sagen, aber du hast wirklich ein Milchgesicht. Ja gut, jetzt können wir das Versengen leider nicht mehr blocken. Das kann ich aber noch blocken. So. Okay, hier geht's weiter. Und da geht's durch. Dann gucken wir erstmal hier weiter. Ach, nice Drache. Okay.
Deine Frostwerte kann ich zum Glück sehr gut blocken. Heilung. Ah, die Frostwelle kann ich nicht. Ah, doch, ich kann sie ablenken, stimmt. Stirb, bevor die Frostwelle gespawnt wird, danke. Da sehe ich schon wieder zu Level 18, also den Weg nach oben. Hört sich an, als ob da drüben ein wieder ein Wurm rumfliegt. Wow, ja. Tag. Machen wir es so rum. Hast du Feuerresistenz? Nein. Dann lass ihn um die Ecke kommen. Die Harpune macht schon ein bisschen Damage, muss ich sagen. Das macht aber am meisten Damage. So. Was hast du hier bewacht? Nur den einen Trank. Auch gut. Ich habe euch schon wieder gehört. Oh, du bräuchtest auch noch eine Aufpowerung. Kein Feuermeteor für dich. Du hast auch keine Resistenzen, gut. Auch kein Seelenband für dich. Das nervt nämlich nur, wenn du nicht... Wenn ich dank dir nicht gescheit heilen kann. Hey, den kann ich zum Glück ablenken. Seelenbahn. Locken. Machen einen Heiltrank.
Das Ding ist nicht so besonders. Langsam habe ich mich an die Knöpfe gewöhnt. Ja, das ist auch so einer. Ja, ich habe es mir fast gedacht, dass das hier der Weg nach oben ist. Von hier aus komme ich nach hier oben. Aber wenn, dann machen wir jetzt gleich den Exkurs nach Ebene 8. Ah ja, das führt mich hier hin, gut. Und da muss ich auch nur hier hoch gehen. Oh ja, das kann ich wegmachen mit den Trollen. Die sind ja schon tot. Und bin wieder auf Level 1. Ja. Und nach Level 8 komme ich ja ganz leicht. Oder auch nicht. Na, nur nicht hier runterspringen. Genau, zu Level 3. Das ist ja der Bereich des Dungeons, wo es hochgeht eigentlich. Also wo die, wo es von Level 1 bis 8 nach oben geht. Level 6, ich bin also noch immer nicht ganz oben. So, das ist Level 8. So, und hier ist noch was. Ah, Tatsache. Nämlich das hier. Ah ja, ob es da einen Weg hingibt. Das kann ich leider nicht beantworten. So, um auf Level 9 zurückzukommen. Nehmen wir den Weg hier. Jetzt den ganzen Weg hier runter. Und ich glaube, der hier war es. Genau. Ist die Frage, will ich nochmal zurück zu dem Drachending? Ja, komm, warum nicht? Wäre cool, wenn jetzt da der Drache respawned wäre, hä? Das war übrigens auch eine coole Sache mit dem, mit der Pyramide zum Erklimmen. Auch wenn sie uns mitten in den Drachenhort hier geschmissen hat. Wie so viele andere auch. Ups.